Herzlich willkommen und hello, guten Abend in den Saal, hier in unserem Wohnzimmer an der Weser beim Launförder und Beberunger Karneval. Begrüßen möchte ich Sie als Sitzungspräsident aufs Herzlichste im Namen des gesamten Vereins. Wie es sich in diesen Tagen schickt, ihr wisst es genau, mit einem herzlichen Weserbrücke. Ein Jahrzehnt hat sich nun dem Ende zugeneigt und 2020 wird nun auf jedem Kalender angezeigt. Unser Verein feiert in diesem Jahr das 44. Bestehen und wird mit Beginn der neuen goldenen 20er in die nächste Runde gehen. So hoffen wir auf goldene Zeiten mit Frieden, Frohsinn und Leben auf sonnigen Seiten. So möchte ich doch unser Jubiläum und dem neuen Jahrzehnt zum Anlass nehmen und eine kleine Zeitreise zu Beginn begehen. Vor 100 Jahren feierte man die wirtschaftliche Blütezeit, Frauen mit Boas im Kleid und Männer mit echtem Schneid. Das Ende der goldenen 20er möchten wir besser nicht kopieren und uns von einer Weltwirtschaftskrise zukünftig besser distanzieren. In den 50ern regierte zunächst das Spießbürgertum, doch später verhielf die Musik dem Jahrzehnt zum Ruhm. Adenauer stand seinerzeit Deutschland als Kanzler vor und das Wunder von Bern passierte im Schweizer Kantor. Rock'n'Roll und Elvis machten sich breit und waren an der Zeit. Wie kann es anders sein? Das müssen die 60er sein. Ein Jahrzehnt der sexuellen Revolution und Deutschland erhielt die erste große Koalition. Fernsehen gab es ab jetzt auch in Farbe, pünktlich zur ZDF-Hitparade. Mit den Damen und Herren der Blau-Weißen Garde. Herzlich willkommen auf der Wohnsitzung. Let's go. What's the
Die folgende Dekade, so hörte ich vom Sagen, eine wilde Zeit mit Freiheit, Tüte und Heiterkeit. Willkommen in den 70ern, wo der VW-Bus das heutige E-Auto war und Hippies und Sex das tägliche Thema war. Jawohl. Für uns Narren sind die 70er ein ganz besonderes Jahrzehnt, trotz Tüte und Sex und so weiter und so fort. Im Jahre 75 fing der Trubel bei uns Narren an. Peter Kuhn und seine Mann unterzeichneten im Gasthaus zur Post das Protokoll. Der CVWB war nun im Aufbau. Weserbrücke! ABBA feierte im gleichen Jahrzehnt ihre Geburt und ist um die ganze Welt getourt. Sowie unser liebreizenden Damen und Schmuckherren des Carell wusste in den 70ern schon, was Klimagretel heute beklagt, doch damals war alles irgendwie umgekehrt. Das Gegenteil von Dürre und Hitze war das Thema und so beklagte schlussendlich jeder, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Sehr gut. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Weltklasse. So manch anderen war zu dieser Zeit das Wetter völlig egal, denn mit reichlich Persiko und Apfelkorn wurden die Runden immer netter und die Sonne schien schlussendlich bei jedem Wetter. Zum Abschied für alle Fest. Unsere blau-weißen Wilde, es gibt ein Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier. Feiern noch einmal mit dir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag in Sorgen schwer vergesst. Nun sind wir in unserer kleinen Zeitreise schon bei den 80ern angekommen und täglich wurde die Jeans aus dem Schrank genommen. Joschka Fischer und Co. ketteten sich auf Bahnschienen, die Grünen waren geboren und streikten fortan gegen Reaktoren. Am Ende des Jahrzehnts gab es ein Happy End, die deutsche Einheit wurde uns geschenkt. Musikalisch, wie kann es anders sein? Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Hast du etwas Zeit für mich, singe ich ein Lied für dich. Von 99 Uhr.
Nun blicken die Kinder der 90er schon auf ihr Jahrzehnt zurück. Dolly, das erste geklonte Schaf, Diana-Tragödie im britischen Königshaus und das Tamagotchi zog in die Welt hinaus. Das Arschgeweih wurde Mode und im Internet gab's erste Downloader. Im Süden tanzte man sich ganz einfach das Leben schön und zwei Herren ließen ein Lied ertönen. Wir dann der D-Mark AD und riefen Euro Juche. Dunkle Stunden machten sich in Amerika breit und Terror hielt Einhalt. Deutschland wurde Papst, das iPhone wurde geboren und lockte viele Investoren. Die 10er-Jahre frisch abgeschlossen und irgendwie noch in der Findung, ein diffuses, undefinierbares Zeitgeistwesen, irgendwann werden wir genaueres über dieses Jahrzehnt dann lesen. Yes We Can oder Klimagretel sind sicherlich Aspiranten und später keine Unbekannten. Zur Mitte dieser Dekade gingen wir so manches Mal atemlos durch die Nacht und Helene hat so manchen Mann um den Verstand gebracht. Oh,
Nun stehen wir schon am Start des neuen Jahrzehnts und die 20er grüßen aus der Ferne. Wie so funkelnde Sterne. Ein Blick in die Glaskugel wäre sicher fein, doch besser nein. Lassen wir uns überraschen und schauen, was passiert. Ob Bundeshasi wohl irgendwann Deutschland regiert? Die Weserbrücke in 10 Jahren wird erneut renoviert? Was es gibt und passiert, wir werden sehen und beruhen. Ich habe noch keinen Schnaps getrunken, ich glaube daran nichts. Was es gibt und passiert, wir werden sehen und beobachten das zukünftige Weltgeschehen. Der Leitsatz, ganz egal und einfach leben, hat uns Narren in der Geschichte bewiesen und geholfen bei so manchen Krisen. Denn Lachen und Frohsinn sind seit mehr als 100 Jahren ein kleines Glück und bedarf sogar kein Kunststück. Am heutigen Abend laden wir Sie ein, bei uns Narren farbenfroh dabei zu sein. Denn Karneval ist farbenfroh, seit 44 Jahren ist das so. Unser Verein ist durch die Reise der Zeit nun fast komplett, doch fehlt schließlich noch ein wichtiges Quartett. Begrüßen Sie mit mir unsere Tonitäten der neuen Session 2019-2020. Ein Marsch für unsere Prinzenpaare! Zur Prunksitzung 2020 nochmal im Namen und jetzt wirklich des gesamten Vereins. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und legen los in einem farbenfrohen und bunten Abend. Herzlich willkommen und noch einmal Weserbrücke! Ja.